Sehen Sie, meine Damen und Herren, welch unwürdiges Schauspiel. Ich hoffe wirklich, dass viele Millionen Menschen draußen mal schauen, was hier in diesem Bundestag los ist. Zu welchem Kasperle-Theater Sie diesen Bundestag haben verkommen lassen. Insofern könnte man meinen, dass wir als AfD da richtig geschickt vorgegangen sind, denn wir wollen neben diesem blasierten Typen von der FDP auch nicht mehr sitzen. Es ist unerträglich, was in dieser Fraktion in letzter Zeit los ist. Je näher die sich so an die Macht heranrobbten, desto blasierter wurde diese machtversessene, machtvergessene, grün-links-devote Postengrabscher-Truppe von der FDP.